Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Wir erwarten manchmal von Menschen, dass sie unsere Probleme lösen. Oder dass sie unsere innere Leere füllen. Menschen können enttäuschen und das tut weh. Jesus Christus ist der Einzige, der in jeder Beziehung hält, was er verspricht. Gott lässt dich nicht im Stich. Und ich wünsche mir, dass du das heute wirklich verinnerlichst. Gott lässt mich nicht im Stich. Und dass das auch immer wieder hochkommt, wenn du Sorgen und Nöte hast, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht nicht aus- und einweist im Moment. Gott lässt mich nicht im Stich. Bei ihm fühlen wir uns geborgen und bei ihm fühlen wir uns umarmt. Menschen enttäuschen. Hast du das auch schon erlebt? In schwierigen Momenten deines Lebens, in denen du gedacht hast, auf den oder die kann man sich verlassen, kam es ganz anders. Menschen können enttäuschen und das tut weh. Und oftmals entstehen da Verletzungen oder manchmal auch Streit. Manchmal ist aber auch unsere Erwartungshaltung einfach zu hoch. Wir erwarten etwas, was Menschen gar nicht leisten können. Wir erwarten manchmal von Menschen, dass sie unsere Probleme lösen. Oder dass sie unsere innere Leere füllen. Wenn wir uns einsam fühlen oder einfach leer. Und wir erwarten oft von Menschen, dass sie wissen, was wir tun sollen, wenn wir uns nicht entscheiden können. Sie können uns einen guten Rat geben, aber es hilft uns oftmals auch nicht weiter. Wir erwarten etwas, was kein Mensch erfüllen kann oder leisten kann und sind nachher enttäuscht. Ich kenne jemand, der anders ist, der dich nicht im Stich lässt, an den du dich wenden kannst und der immer da ist, bei dem du dich geborgen fühlen kannst und umarmt, der deine innere Leere füllen kann und der eine Lösung auch für dein Problem hat. Jesus Christus ist der Einzige, der in jeder Beziehung hält, was er verspricht. In Matthäus 28, Vers 20 sagt Jesus: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und das heißt immer, jeden Tag, jede Sekunde ist er bei dir und ist dir ganz, ganz nahe. Er liebt dich und seine Hand ist immer ausgestreckt nach dir. Ihm ist daran gelegen, dass es dir gut geht. Und ganz besonders, wenn du dich schlecht fühlst. Und wir sind manchmal in Situationen, wo wir nicht sagen können, dass es uns gut geht. Doch Gott wird dich niemals aufgeben. Er wird dich niemals aufgeben. In seinem Wort lesen wir, dass er den glimmenden Docht nicht auslöscht. Und manchmal fühlen wir uns wie so ein kleines Licht, das am Erlöschen ist. Wenn du dich schwach fühlst, ist er da. Wenn du strauchelst, hält er dich. Und wenn du nicht ein noch ausweist, dann hat er einen Weg. An zwei Stellen in der Bibel, bei denen die Eigenschaften von Jesus aufgezählt werden, da lesen wir, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Jesaja 42,3 und Matthäus 12,20. Jesus will dir helfen, wenn du geknickt bist, dir in deiner Not begegnen und dich nicht im Stich lassen. Er streckt seine Hand nach dir aus. Er will dein Vertrauen. Er sagt zu dir, vertraust du mir, auch ohne zu wissen, wo dein Weg hingeht. Vertraust du mir, dass ich eine Lösung für dein Problem habe? Wir sollten die Gedankengebäude und Vernünfteleien niederreißen in unserem Leben, die dem entgegenstehen, dass wir vertrauen. Wenn sich solche Gedanken auftürmen, die uns unser Vertrauen rauben. Unsere Vernunft und unser Verstand sind oft das Gegenteil von Vertrauen. Wir schauen auf die Umstände und denken, das muss ja so oder so kommen, weil es schon immer so war. 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Und da steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Gedankengebäude sind Festlegungen. Sie können unser ganzes Leben zerstören, wenn wir ihnen freien Lauf lassen. Dann ist plötzlich alles nur noch negativ. Von überspitzten Gedankengebäuden lesen wir, die sich auftürmen und sie kreieren Zweifel. Und Zweifel ist ein Gift, das sich einschleicht. Zerstörerische Gedanken. Zweifel, ist Gott wirklich da? Hilft er mir wirklich? Wenn wir zweifeln, verlieren wir unser Vertrauen und unsere Hoffnung. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Übergib dem Heiligen Geist die Führung deiner Gedanken und wirf sie gleich hinaus, wenn sie dich einnehmen wollen. Denke gar nicht weiter, sondern lass den Heiligen Geist wirken. Lass deine Wenn und Aber los. Maure dich nicht ein mit Warums. Warum dies, warum jenes und warum passiert mir das jetzt? Lass los, was gestern war und schaue in die Zukunft. Denke daran, dass Gott Gutes für dich bereit hat und er dich wieder aufrichtet. Unser Leben liegt in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit. Schließ ab mit der Vergangenheit. Du kannst sowieso nichts mehr daran ändern. Vertraue Gott. Er hat einen Weg für dich. Er lässt dich nicht im Stich. Vertraue ihm, dass er dich durchbringt in jeder Situation deines Lebens. So wie es David gesagt hat im Psalm 23, fürchte dich nicht. Jedes Tal hat einen Ausgang. Weißt du das? Hebräer 10, Vers 35, ein ganz bekannter Vers. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Unser Vertrauen wird belohnt, weil es Ergebnisse bringt. Dein Vertrauen bringt dich weiter. Schritt für Schritt. Wenn du weißt, Gott lässt mich nicht im Stich. Nicht deine Grübelei oder deine Beschäftigung mit dem Problem, das bringt dich nicht weiter. Oder auch nicht, wenn du darüber nachdenkst und dir ausmalst, was wäre gewesen, wenn. Es ist unser Vertrauen, das uns durchbringt. Jesaja 30, Vers 15. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke.
Unsere Stärke liegt im Vertrauen auf Gott. Das macht uns stark. Da können wir stehen. Diese Stärke hält uns in unserer schwierigen Situation oder was auch immer. Vertrauen entwickelt sich in so eine Stärke in uns, dass sie nicht einmal der Feind überwinden kann. Du bist unüberwindbar, wenn du Gott vertraust, weil du weißt, Gott lässt mich nicht im Stich. Er trägt mich durch. Und dieses Stillsein, das heißt, dass Gott für uns streitet und dass wir nicht die Dinge selber in die Hand nehmen müssen. Stille sein heißt, einfach auf Gott zu vertrauen, was er tut. Lass ihn streiten für dich und vertraue ihm. In den Augen der Welt heißt das Schwäche. Aber in den Augen Gottes ist es Stärke, wenn wir ihm alles übergeben, weil wir ihm vertrauen. Das ist unsere Stärke in Gott. Die Welt sagt vielleicht, du bist schwach oder das hilft nichts. Aber wenn wir Gott vertrauen, bauen wir auf seine Hilfe. Es heißt nicht, sich beschweren oder hadern mit Gott, Mitleid suchen oder zornig sein gegen Gott wegen der Umstände. Es ist oft so, dass wir anfangen zu hadern, wenn Gott nicht gleich eingreift. Überlass Gott deine Situation, egal was es ist. Und fange nicht an zu hadern, sondern vertraue ihm, dass er dich durchbringt, dass er dir hilft. Jeremia 17, Vers 7 und 8, da heißt es, gesegnet ist der Mann, und ich sage auch die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Gesegnet sind wir, wenn wir Gott vertrauen, so steht es hier. Und dann lesen wir auch das Ergebnis im nächsten Vers. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wie wunderbar. Hier sehen wir die ganze Verheißung, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Wir werden uns nicht fürchten. Wenn die Hitze kommt, wenn wir in Schwierigkeiten sind, wir werden uns nicht fürchten. Wenn die Probleme kommen, Krisen, Prüfungen, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir nicht verstehen, was Gott gerade tut, was gerade passiert in unserem Leben, wir werden uns nicht fürchten. Unser Laub ist grün. Das heißt, wir sind ermutigt und haben Frieden. Wir werden uns nicht aufregen über Dinge, die wir nicht ändern können. Wir haben Vertrauen. Und hier heißt es, wir sind gesegnet, wenn wir auf den Herrn vertrauen. Und dann weiter, im Jahr der Dürre sind wir unbekümmert. Und das Jahr der Dürre ist die Zeit, wenn wir durch Prüfungen gehen. Dinge, die uns nicht gefallen. Eine Zeit, in der wir uns schwer tun, zu vertrauen. Eine Zeit, in der wir uns nicht gut fühlen. Von unbekümmert lesen wir hier. Unbekümmert heißt, wir machen uns keine Sorgen, weil Gott für uns sorgt. Wir sollen unbekümmert sein. Und das können wir, wenn wir alles auf Jesus werfen, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir uns keine Sorgen machen. Und Jesus sagt auch, werft alle eure Sorgen auf mich.
Wir sind unbekümmert, weil wir vertrauen und weil wir eine Hoffnung haben. Erlaube nicht deinen Umständen oder Gedankengebäuden, dich von der Liebe Gottes abzubringen. Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Niemand kann dich trennen von der Liebe Gottes. Niemand kann dich trennen von Gottes Versorgung und niemand kann dich trennen von der Hilfe Jesu. Niemand, auch der Feind nicht. Nur du selber, wenn du dein Vertrauen und deine Hoffnung verlierst oder aufgibst, wenn du sagst, es hat ja doch keinen Sinn, dann verlierst du dein Vertrauen. Jesus will dich wiederherstellen an Geist, Seele und Leib, egal wo dein Mangel ist. Wiederherstellung ist Heilung. Das, was in unserem Körper falsch ist, stellt er wieder her, will er wiederherstellen. Auch die Verletzungen deiner Seele will er heilen und wiederherstellen. Finde dich nicht ab mit deinem Zustand. Vereinnahme nicht deine Krankheit als unabwendbarer Zustand und erkläre dich nicht einverstanden damit. Gott hat andere Gedanken darüber. Jeremia 29, 11 und 12. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Nicht Unheil, sondern Hoffnung. Er gibt uns Hoffnung. Jesus will, dass es uns gut geht und dass wir gesund sind. Diejenigen, die er geheilt hat, hat er an Geist, Seele und Leib berührt. So lesen wir es in vielen Beispielen in der Bibel. Ursprünglich gab es keine Krankheit. Adam und Eva waren rundum glücklich und gesund. Gott hat Krankheit nicht erschaffen. Es ist nicht Gott, der dich krank macht. Gott ist der Einzige, der will, dass es dir immer gut geht. Und Krankheit kam erst nach dem Sündenfall, nach dem Ungehorsam von Adam und Eva außerhalb des Garten Eden. Krankheit und Leid gehören zum Fluch des Ungehorsams. Jesus kam, um diesen Fluch des Ungehorsams aufzuheben. Er hat alles wieder umgekehrt in den Zustand wie bei Adam und Eva. Er hat es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Diese Umkehrung. Er trug am Kreuz alle Krankheiten, Leiden und Schmerzen, genauso wie unsere Sünden. Alles geschah gleichzeitig am Kreuz. Das ganze Paket, Heilung an Geist, Seele und Leib und Befreiung bzw. Vergebung unserer Sünden. Das ganze Paket, nicht nur einen Teil, sondern alles, alles. Krankheit, Leid und Schmerz ist ein Folge vom Sündenfall. Wenn aber Jesus für unsere Sünde gestorben ist, also wenn Sünde getilgt ist, brauchen wir auch Krankheit, Leid und Schmerz nicht mehr zu tragen. Krankheit, Leid und Schmerz ist damit auch gestorben, mit Jesus zusammen. Es gibt die Möglichkeit der Wiederherstellung für uns. Ganz egal, wo du gerade drin steckst oder was du mit dir herumschleppst an Vergangenheitslasten, er macht alles neu. Hosea 6, Vers 1 bis 3.
Kommt, lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Und das beschreibt eigentlich genau den Zustand. Umkehr. Wenn wir mit Gott gehadert haben, wenn wir uns mit unserer Krankheit abgefunden hatten, wenn wir uns mit unserem Zustand arrangiert haben, wenn wir Gedankengebäude aufgerichtet haben. Mach dich frei von diesen Dingen. Lass sie los, reiß deine Gedankengebäude nieder. Gott hat etwas viel Besseres für dich. Er will dich wiederherstellen. Das geknickte Rohr wird er aufrichten. Er wird uns so wieder aufrichten und wiederherstellen, dass wir vor seinem Angesicht leben können. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten, haben wir gelesen. So sicher wie der Morgen kommt, so sicher ist er da. Das ist doch eine große Ermutigung für uns und darauf ist Verlass. Nach jeder Nacht kommt ein neuer Morgen. Er wird uns nicht zerschlagen und niedergedrückt lassen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und weiter heißt es, wenn wir überwinden, dann kommt der Regen, Regen des Segens. Und für alles gibt es eine bestimmte Zeit in unserem Leben. Das steht in Prediger 3, Vers 1. Alles hat seine Stunde. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Und auch für uns gibt es eine Zeit des Überwindens. Eine Zeit, wo wir lernen müssen, Gott zu vertrauen, unsere Hoffnung auf ihn zu setzen. Unsere ganze Hoffnung und unser ganzes Vertrauen. Wir können nicht weitergehen, bis wir sagen, ich vertraue Gott. Wenn wir verstrickt sind in unsere Gedankengebäude, unsere Verletzungen, unser Hadern, sind wir wie in einem Gefängnis. Umgeben von hohen Mauern und wir sehen das nicht, was Gott für uns hat. Erst wenn wir sagen, Herr, ich vertraue dir und wenn wir alles loslassen, dann kommen wir weiter. Auch wenn dein Herz zerbrochen ist, vertraue Gott. Auch wenn du nicht verstehst, was er tut, vertraue Gott. Auch wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, vertraue Gott. Er will dich wiederherstellen, egal wo dein Mangel ist. Krankheit am Körper oder in der Seele, er will dich wiederherstellen. Jesaja 35, Vers 3 bis 7, da heißt es, stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste bricht Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Ist das nicht eine großartige Verheißung? Seid stark, fürchtet euch nicht. Er wird kommen und euch retten. Und dann kommt Heilung. Blinde, Taube, Lahme
und auch deine Probleme sind da inbegriffen. Egal, was du hast, in deiner Wüste bricht Wasser hervor. Die Lösung kommt. Du kannst wieder durchatmen, du kannst wieder aufrecht gehen. Und weiter heißt es, die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Die Wüstenglut deines Lebens wird ein Ende haben. Dein dürres Land wird erfrischt vom Wasser des Lebens, das Jesus Christus heißt. Er will dich wiederherstellen und aus deinem Leben einen blühenden Garten machen. Vertraue ihm dein ganzes Leben an. Alles in deinem Leben kann sich verändern. Alles verändert sich, nur Jesus nicht. Er bleibt immer derselbe. Amen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.